Heiße Öfen, coole Männer und noch coolere Frauen verwandelten den Steirer Stadtplatz in ein Motodrom. Bei der Auffahrt der Norton Oldtimer Motorräder konnte man so richtig Rennluft schnuppern. Naja, es ist eine Motorradfirma, die es ja heute nicht mehr gibt leider, aber ich glaube ganz einfach, dass es wichtig ist, auch natürlich der Geschichte zu frönen und vor allen Dingen auch der Technik, die damals schon verwendet wurde. Das waren ja einmal sehr berühmte Motorräder, darum gibt es auch diese großartigen Clubs, die sich noch immer damit beschäftigen, und in einer so geschichtsträchtigen Stadt wie Steyr so ein Treffen zu haben, ist durchaus Attraktion. Das einwöchige internationale Norton-Treffen fand in diesem Jahr in Steyr und Sulzbach statt. Höhepunkt war der Motorradkorso. Über 100 Teilnehmer aus 13 Nationen präsentierten stolz ihre englischen Rennmaschinen. Well, it is a great gathering. Es ist eine schöne Kulisse. Es sind viele verschiedene Arten. Einige sind von vor dem Krieg, einige sind die letzten, die in der Fabrik gebaut wurden. Es ist eine große Streuung von Motorrädern und Menschen. Die weitest Angereisten, außer den lokalen Österreichern, kommen aus England, Holland, Schweiz und Deutschland. Es ist wirklich ein internationales Teilnehmerfeld. It really is an international gathering. It's wonderful. Ja, also erstens bin ich mal wirklich froh, dass überhaupt wirklich so viele Leute gekommen sind. Ja. Also wir planen schon 1,5 Jahre dieses Event. Und wir hatten geführte Ausfahrten, wir fuhren nach Mariazell, waren in etwa 80 Teilnehmer, die nach Mariazell mitgefahren sind. Wir haben zugesagt bekommen, dass uns die Popcorns aus Valentin spielen. Auf das bin ich besonders stolz. Norton ist Kult, fuhr doch der einzige österreichische Weltmeister Hubert Hollaus bereits einen Norton. Wenn einem das Rennfieber ergriffen hat, dann ist man immer Rennfahrer, egal wie alt man ist. So auch der dreifache österreichische Staatsmeister Rudi Thalhammer. Und natürlich ist auch er Norton-Fan. Ich habe 1953, das ist ja schon gar nicht zu glauben, wie lange das schon aus ist, angefangen zum Fahren, Wertungsfahrten, und bin, glaube ich, 55 oder was, habe ich die ersten Rennen gefahren, und ab 59, 60 dann so richtig internationale Rennen gefahren und war relativ erfolgreich. Ich bin in den 60ern mit Norton gefahren, Norton Manx, das ist die käufliche Rennmaschine gewesen. Das war ein Einzylinder mit ungefähr 55 PS und 220 Stundenkilometer Spitze. Und es war ein perfektes Motor, muss ich sagen, für einen Privatfahrer, weil die Erhaltung sehr billig ist und man im Spitzenfeld mitfahren hat können. Also ich bin damit einige Mal Staatsmeister geworden und also Bergmeister, Staatsmeister. Und also ich war mit dem Motorrad 5 Jahre unterwegs, ohne eigentlich Probleme gehabt zu haben. Die Norton Oldtimer Auffahrt, eine tolle Veranstaltung, organisiert vom Stadtmarketing Steyr in Zusammenarbeit mit dem Norton Club, lockte wiederum zahlreiche Motorsportbegeisterte und natürlich auch solche, die es noch werden wollen, auf dem Stadtplatz von Steyr. Steyr, eine Stadt der Maschinen, der Kraftfahrzeuge, der Autos, denke ich, gibt nichts Besseres, wie hier alte Motorräder am Stadtplatz zu haben. Ein wunderschönes Ereignis, der Stadtmarketing hat ganze Arbeit geleistet und es ist toll, wie viele Leute hierher gekommen sind und sich einfach über ihre Maschinen und auch über die Stadt freuen. Wir sind stolz, dass wir so Partner haben wie den Roland Großbichler, der mit dem Norton Club Austria sich seit 2 Jahren bemüht, dass dieses internationale Norton-Treffen in unserer Region passiert. Sie haben eine ganze Woche tolle Ausflüge gemacht. Ich hoffe, wir gewinnen neue Gäste für unser schönes Land. Und jetzt die Abschlussparade hier am Stadtplatz mit britischem Wetter zwar ein bisschen, aber trotzdem mit lachenden Gesichtern. Und ich glaube, jetzt werden wir dann auch lauter Motoren hören. Wir sind stolz und freuen uns, wenn die Gäste dann auch als Urlauber zu uns kommen. Die Motoren der klassischen englischen Rennmaschinen waren noch lange zu hören und weckten viele Erinnerungen an Zeiten, in denen Benzin noch Blei beinhaltet hat.